Hat sich also herausgestellt, dass weder die Goal noch die Toni ist. Schade. Oh! Oh! Ist das der Rattenzirkus? Ist der Rattenzirkus wieder da? Es sind die Männer ohne Moral, Piraten. Na, wenn das nicht Frank, Fred und Finn sind. Wie geht's? Wovon sprichst du, Junge? Hoppla, tut mir leid, ich habe euch verwechselt. Auf eine gute Art und Weise, ehrlich. Bist du nicht dieser Guybrush Threepwood, der ein Pirat sein will? Und ihr seid die Piratenanführer. Ich habe nach euch gesucht. Ei, naja, wir sind nicht mehr die Piraten. Das sind die alten Piratenanführer. Ehemalige Piratenanführer, das sind wir. Ja, ich habe bereits das schräge Trio getroffen, das euren Platz eingenommen hat. Und euren Tisch. Du bist mit dem Leben davon gekommen, wie ich sehe. Aber wie habt ihr euch denn vertreiben lassen? Vor allem von solchen... Ich weiß nicht. Weicheiern. Also die sahen für mich null gefährlich aus. Der eine Mann, der links saß, der vielleicht. Aber als die Frau und die noch kleinere Frau, die sind doch nicht gefährlich. Hä? Was hast du damit gemeint, der ein Pirat sein will? Ich bin schon seit langem Pirat. Du kannst dich so nennen, aber erinnere dich an die drei Prüfungen. Ich erinnere mich an sie. Ich war stolz darauf, sie abgeschlossen zu haben. Ich erzähle manchmal immer noch davon. Ad nauseam, sagt Elaine. Das ist lateinisch für etwas. Wie dem auch sei, ich kann mich nicht erinnern, dass uns Beweise für die Vollendung von allen dreien vorgelegt wurden. Das gehörte damals zu deinen Anweisungen. Oh nein, wirklich? Das ist wahr. Hört mal, kann das nicht noch ein bisschen warten? Ich habe im Moment eine Menge auf meiner To-Do-Liste. Ei, das spielt keine Rolle. Wir haben uns alle weiterentwickelt. Haben wir das nicht... Wir haben denen doch alle drei Beweise gebracht. Wir haben denen das T-Shirt gebracht, das bewiesen hat, dass wir den Schatz gefunden haben. Wir haben den... Gut, wir haben denen das Schiff nicht gebracht, aber das Schiff stand im Hafen. Man hat es dort gesehen. Und was haben wir dann noch? Gegen die Schwertmeisterin haben wir gewonnen. Was hätten wir machen sollen? Die Schwertmeisterin mitbringen? Nee, ne? Sie ist dann sogar in unserer Crew beigetreten. Hä? Finde ich gerade voll dreist, dass die behaupten, wir haben das nicht abgeschlossen. Ich gehe auf eine Reise, um das Geheimnis von Monkey Island zu finden. Das Geheimnis? Was für ein Preis! Das habe ich auch versucht, den Clowns in der Bar zu sagen. Man sagt, dass der Pirat, der das Geheimnis besitzt, niemals versenkt werden kann, dass der Wind immer seine Segel füllt. Früher hätten wir es vielleicht selbst gejagt. Aber wir haben sozusagen einen neuen Fisch an der Angel. Wir haben unser Schiff verkauft und das gesamte Geld in unser nächstes Projekt gesteckt. Bitte kein Rattenzirkus, bitte kein Rattenzirkus, bitte kein Rattenzirkus. Erzählt mir von eurem nächsten Projekt. Was ist es? Das ist ein Fischladen. Noch. Auf der oberen Straße, wo sich früher der Gemischtwarenladen befand. Ein Ort, an dem man Fisch kaufen und Geschichten über das Fangen von Fisch erzählen kann. Morgen ist Eröffnung. Schau auf jeden Fall vorbei. Wir geben dir den Freundschaftspreis auf die unbeliebten Fische. Ihr habt gesagt, ihr habt kein Schiff. Woher bekommt ihr euren Fisch? Von seriösen Quellen. Wir geben dir einen zusätzlichen Rabatt, wenn du nicht dort darüber sprichst, wo die Leute dich hören können. Oh Gott, oh Gott. Ich müsste auch mal wieder auf den Markt gehen und schön Karpfen holen. Frisch aus dem Tank kann man sich den Karpfen aussuchen, den man haben möchte. Der wird dann gleich vor Ort... schnell und human, sag ich mal, getötet. So wie man es halt, so schnell und human, wie man es halt machen kann. Und dann. dann zappelt er noch auf dem Weg nach Hause. Aber das sind dann nur noch die Nervenreflexe, ne? Ja, der ist schon tot. Aber schön frischer Karpfen. Schön im Fett gebraten. Lecker, 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 lecker. Ich weiß gar nicht, warum Karpfen bei den Amerikanern als ein ungewollter Fisch zählt. Die freuen sich gar nicht über Karpfen. Und die essen den auch gar nicht und finden den irgendwie widerlich. Ich super gern Karpfen. Ich hatte mal vor einer Weile so ein Gespräch mit einem Clan-Mitglied aus meinem Tap Titans Clan.
Und der meinte halt, Karpfen ist bei denen halt ein Dreckfisch. Aber Catfish, Wels essen sie. Weißt du? Der ist genauso ein Dreckfisch, der alles am Boden wegfrisst, ne? Das ganze Dreckzeug aufsammelt. Und weil es bei denen halt auch ein Invasionsfisch ist, also ich glaube, die haben dort den asiatischen Karpfen oder irgend sowas komisches, der das sich überall verbreitet und alles wegfrisst. Ist ja allgemein auch nicht so beliebt, aber dadurch sollte der doch eigentlich noch umso mehr rausgefischt werden und gegessen werden. Da sollte man den Leuten zeigen, dass der schmecken kann, dass der auch schmeckt, dass man den aktiv rausfischt. Die wollen den ja loswerden, aber die sagen, nö, wir wollen den nicht, schmeißen den zurück und wundern sich, dass der dann immer weiter invasiert. Halte ich mich raus? Aber ich finde, Karpfen ist lecker. Das wollte ich bloß sagen. Aber nicht Karpfenblau. Kein Karpfenblau. Das kommt mir nicht auf den Tisch. Warum habt ihr diese Ecke gewählt und nicht eine, die näher an eurem Fischladen liegt? Die Frau, die über dem Laden wohnt, hält heute eine kleine Ansprache. Wir werden uns von ihr fernhalten. Vielen Dank. Die Frau, die über dem Laden wohnt, hält heute eine kleine Ansprache? Das müssen wir uns noch angucken gehen. Wir sehen uns. Das ist wahrscheinlich. Wally's Maps and More. Hey, es ist Wally. Sieht so aus, als hätte Wally einen neuen Laden auf Mili bekommen. Ich hoffe, er ist nicht immer noch sauer wegen des Monokels. Wieso denn auch? Wir haben ihm doch ein neues gebracht. Hey, Wally. Sieh an. Schau mal, was die Brandung an Land gespült hat. Ja. Es ist Guybrush Threepwood. Auch mächtiger schön, Pirat. Dich wiederzusehen, Wally, wie auch immer dein Nachname ist. Ich habe Jahre in der Therapie damit verbracht, darüber hinwegzukommen, dass ich wegen dir verbrannt, geblendet, in die Luft gejagt, verlassen und im Stich gelassen wurde. Ja, gute Zeiten, was? Du hast Glück, dass ich das alles hinter mir habe und den besten Kartenladen in der Karibik und darüber hinaus betreibe. Also, ich weiß nicht, wovon der spricht. Ich habe mindestens die Hälfte davon nicht gemacht. Oder vielleicht doch. Ich bin auf der Suche nach einem Mob. Dies ist Mapsenmore, nicht Mopsenmore. Ich hatte gehofft, dass das Moor auch Mobs umfasst. Nun, das tut es nicht. Frag doch mal den Koch an der Bar, woher er seinen hat. Alles klar. Also hast du keine Möpse, nur Mäpse. Eine Karte zum Geheimnis von Monkey Island. Du hast nicht zufällig eine Karte zum Geheimnis von Monkey Island. Lustig, dass du fragst. Ich habe vor kurzem eine Auftragsarbeit gemacht, aber dann haben sie mein gesamtes Ausgangsmaterial zerstört. Sie ist die einzige, die es gibt. Ich wünsche dir viel Glück. Also hast du sie noch oder nicht? Oder... Mist. Du hast eine Menge Karten hier drin. Wir haben so viele, dass du eine Karte brauchst, um sie alle zu finden. Ein bisschen Kartografenhumor. Ja, ich hatte vergessen, wie lustig der war. Also hat der LeChuck wahrscheinlich die Karte in Auftrag gegeben und dann alles Ausgangsmaterial vernichten lassen, damit eben keiner noch eine zweite Karte herstellen kann. Logisch, ne? Sieht so aus, als ob der Laden gegenüber in Schwierigkeiten steckt. Die Welt der Piraten, in der viel auf dem Spiel steht, verändert sich und die dunkle Magie übernimmt die Macht. Voodoo-Magie macht Spaß und so, aber sie ist nicht das, was die neue Generation will. Ich bin auf der Höhe der Zeit und verdiene ein Vermögen. Ich bin dabei, ein Franchise zu gründen. Was für ein Scheiß? Die Stadt scheint ziemlich heruntergekommen zu sein. Seit Captain Madison Mealy zu ihrer Operationsbasis gemacht hat, beschweren sich die Leute. Es heißt, sie bringt ein böses Element in die Stadt, aber dieses böse Element gibt eine Menge Geld für Karten aus. Also, was soll ich tun? Tun, was richtig ist? Ich tue es. Ich tue, was für Wally richtig ist. Also, diese Captain Madison benutzt also diese dunkle oder diese schwarze Magie. Ich glaube, dunkle Magie hat er gesagt. Und deshalb sieht sie aus wie Marilyn Manson. Das erklärt so einiges. Und dieses kleine Emo-Mädchen neben ihr sieht ja auch so aus wie so ein Emo- oder Goff-Kind. Das heißt, die dunkle Magie, das sind einfach nur Goffs und Emos. Und Marilyn Manson. Ja,
Es ist schön zu sehen, dass du nach all den Jahren wieder auf die Beine gekommen bist. Das Geschäft boomt mit all den neuen Piraten der dunklen Magie. Captain Madison hat mir einen lukrativen Auftrag erteilt. Sie zahlt extra für einen Haufen verrückter Symbole, die ich mir ausdenke. Ich überlasse dich wieder dem Kartomachografieren. Das ist kein richtiges Wort. Aha. Er denkt sich die Runen aus? Okay, eine etwas verdächtige Leiter zu einem Fenster. Oh, ein Monokel. Sie sind wie Brillen, nur viel unpraktischer. Ja, echt, ey. Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe. Oh, bitte, nimm einen. Ich benutze sie, um für mein Geschäft zu werben. Siehst du, auf dem Rand steht Maps and More. Danke. Oh. Was habe ich gemacht? Ein Monokel. Es lässt die Dinge größer aussehen. Ja, super. Brummkopf. Ja, versuchen sich daran zu erinnern, warum ich einen Frosch mit bei mir trage. Die Voodoo-Lady sagte, es sei ein Vergebungsfrosch. Können wir den Wolli geben? Nichts sagt so gut, es tut mir leid, wie ein vertrockneter alter Frosch. Keine Sorge. Ich habe es hinter mir gelassen, dass du mich vor all den Jahren geblendet, verbrannt, in die Luft gejagt und im Stich gelassen hast. Gut zu wissen. Das war ich nicht. Das war der andere Guybrush Threepwood. Das war Guybrush Q Threepwood. Wir sind Guybrush T Threepwood. Nee. You, Ulysses. Guybrush Ulysses Threepwood. Ja. Und es gibt ja noch einen anderen Guybrush, Q Threepwood, der ist irgendwo seinen Unfug anstellt. Ich weiß. Wally, kann ich eine von diesen Karten haben? Absolut. Wenn du dafür bezahlst. Schon gut. Diese Karte zeigt beide Seiten der Weltkugel. Sie ist doppelt so viel wert. Krass. Sieht kühl aus da oben. Es ist eine lange, kleine Karte von irgendwo weit, weit weg. Das muss die Hoseninsel sein. Eigentlich, Mr. Threepwood, ist es... Yep, Hoseninsel. Es ist eine Karte auf einem Fächer. Was werden Sie sich als nächstes ausdenken? Ich hatte auch mal so eine Karte, aber ich bin nach links gesegelt. Ja, das ist doch völlig unpraktisch, oder? Super groß, aber halt nur nach oben hin. Hä? Es sind Karten, die in Karten eingewickelt sind. Ich wusste nicht, dass man das machen kann. Alles erlaubt. Das sieht nach einer tückischen Reise aus. Da steht Bewertung verfluchter schwarzer Diamant. Okay. Die erste Regel der Piraterie lautet, kaufe niemals eine gebrauchte Schatzkarte. Ja, das ist natürlich blöd, ne? Die hier sieht gut aus. Wie viel kostet sie? Oh, die? Zu viel. Gebrauchte Schatzkarte bedeutet ja dann meistens, dass der Schatz schon gefunden wurde, ne? Die guten alten Labyrinthe. Man kann nicht genug von Labyrinthen bekommen. So eine habe ich noch nie gesehen. Das merkwürdig aus. Ich selbst versuche, mich von Seeungeheuern fernzuhalten. Ja, aber in einer Seekuh leben, weißt du? Etwas unscheinbar und etwas überteuert. Hey, Wally, was ist in diesen Kisten? Karten! Okay. Also eine etwas verdächtige Leiter zu einem Fenster. Hey, Wally, was ist mit der Fensterleiter? Ich benutze sie, um die Nachbarn im Auge zu behalten. Nun, es ist gut, ein Hobby zu haben. Oh, ist der so einer? Der die Nachbarn beobachtet, dann jeden kleinen Scheiß aufschreibt und wenn sie mal die Mülltonne zu spät rausstellen und sowas und dann ruft er irgendwo an und beschwert sich. Ich wusste nicht, dass du auch Globen herstellst. Tue ich nicht. Der dient als Referenz. Da sind alle aktuellen Kontinente drauf. Alle aktuellen Kontinente, ja. Habt ihr noch nicht alle entdeckt, hä? Das sieht ausgefallen aus. Die besten Werkzeuge, um die besten Karten zu erstellen. Okay. Ich glaube, fast mehr gibt's hier gar nicht, hä?
Ich finde es gut, dass Wally sie nicht gegen ein neues Modell eingetauscht hat, nur weil sie schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Das ist mir aus irgendeinem Grund sehr wichtig. Weil du selber auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen bist? Ja, ich glaube. Also wir haben ja zumindest einen Monokel mitgehen lassen. Das ist doch schon mal was. Gucken wir mal weiter. Was gibt's denn noch? Das Schild lesen. Die Immobilie wurde im Auftrag von Madison Enterprises zwangsversteigert. Oh, das war mein Lieblings-Krimskrams-Laden. Da waren wir nie drinne. War, glaube ich, nur eine dieser Türen, dass wenn man da reingeht, dann kommt man halt aus einer anderen Tür wieder raus. Oder? Hier war der Laden mit den Gummihühnern. Und den, oh, wie heißt das? Kurbeln? So ähnlich wie ein Flaschenseil, aber, Flaschenseil? So ähnlich wie ein Flaschenzug, aber nur mit einer so einer Kurbel, dass du dich an ein Seil... Ihr wisst, was ich meine, ne? Die Gummihühner mit den Kurbeln. In der Zwischenzeit auf LeChucks Schiff. LeChuck, Sir, ich wollte Ihnen nur sagen, dass die Vorbereitungen zum Auslaufen fast abgeschlossen sind. Du hast alle Zutaten für den Zauberspruch, um nach Monkey Island zu gelangen? Check. Tintenfischtinte, Hühner, Schwefel, Zimt, Affenblut, Minze und ein nerviger Totenkopf. Gut gemacht. Trag dich für eine Auspeitschung weniger auf dieser Reise ein. Lustige Geschichte. Guybrush Threepwood hat versucht, sich in die Mannschaft einzuschreiben. Threepwood? Er muss auch nach dem Geheimnis suchen. Dieser Typ klaut mir all meine besten Ideen. Lass ihn töten! Warte! Lass ihn leben. Ich will, dass er sieht, wie ich nach Monkey Island segle, in dem Wissen, dass das Geheimnis für ihn verloren ist. Sicher. Ich möchte das Thema noch einmal aufgreifen. Ist die Suche nach dem sagenumwobenen Geheimnis von Monkey Island eine gute Idee? Sollten wir nicht lieber die Meere terrorisieren, Angst verbreiten, Chaos stiften, mehr das typische LeChuck-Zeug? Ich hab genug davon, dass du meine Befehle in Frage stellst. Belade das Schiff fertig und was immer du tust, lass Threepwood nicht an Bord. Nun gut. Okay. Zwei Sachen, die ich direkt anmerken muss. Mir gefällt die neue LeChuck-Stimme nicht. Warum haben die Stimme gewechselt? Finde ich schade, gefällt mir nicht. Genauso wie die Voodoo-Lady-Stimme mir nicht gefällt, aber naja, wirst du machen. Und zweitens, ein nerviger Totenschädel. Mary ist wieder da! Ich hoffe, Mary hat eine gute Stimme. Mary ist wieder da. Moment mal. Ich sehe gerade, warum taucht denn der Chat gar nicht im Video auf? Shadow Lilith schreibt hier was und es taucht gar nicht auf. Was ist denn da kaputt? Wo ist der denn, der Chat? Ah, jetzt ist da was. Aber das Test von Husten Sie mal taucht auch nicht auf. Sushi taucht auf. Was ist denn da los? Ist der Chat gerade ein bisschen kaputt? Was machst du am Wochenende? Ich muss da was machen. Es taucht nicht auf? Moment. Aktualisiere das Ding mal. Hoffentlich jetzt. Schreibt mal irgendwas. Nun
Nudelholz. Taucht nicht auf, ne? Woran liegt das? Ich sehe gerade, Restream ist auch gar nicht... Sind die Chats gar nicht verbunden? Warum? Weil wir hatten die Verbindung gelöst. Moment, Leute, ich muss das ganz kurz fixen. Das ist gerade nicht cool. Was ist denn da los? Läuft der YouTube-Stream noch? Kann da mal jemand kurz reingucken? Ja, der läuft noch. Aber warum sind die Chats nicht verbunden? Sind sie eigentlich? Eigentlich müssten sie verbunden sein. Aber irgendwas spackt hier gerade rum. Irgendwas ist hier gerade kaputt. Naja. YouTube geht, sagst du. Aber das springt bei mir auch gerade aus und an und aus und an. So ganz merkwürdig. Weiß nicht, was hier gerade los ist. Das ist nicht schön. Oh, jetzt geht's wieder, ne? Jetzt sehe ich auch 2 von 2. Jetzt scheint's wieder zu gehen. Spaghetti Monster? Ja, super. Alles klar.